Willkommen zurück zur nächsten Folge Resident Evil Revelations. Wir stehen immer noch vor dem Aufzug und wie gesagt, er geht nochmal auf. Keine Ahnung, was uns jetzt hier erwartet. Es wird immer wahnsinniger. Okay. Habe ich nicht gedrückt, doch. Doch, doch. Was ist das denn? Was ist das für ein Schiff, sag mal? Wozu diese Anlagen auf einem Kreuzfahrtschiff? Hab ich mir auch gedacht. Das ist die perfekte Tarnung. Du hast recht. Ich hoffe, wir finden heraus, was hier vorgeht. Würde mich auch interessieren, was hier vorgeht. Ganz schön abgefahren. Der Virus muss irgendwo hier im Forschungsbereich sein. Also das ist das Geheimnis der Zenobia. Aha. Da ist der Virus. Und damit endet Episode 8 alles oder nichts. Auch das wäre überstanden. Jetzt gibt es wahrscheinlich gleich nochmal einen Rückblick. Was alles bis hierher geschah und dann widmen wir uns das Geheimnis der Zenobia. Ein tolles Schiff. Jedes Geisterschiff wäre mir lieber. Bisher bei Resident Evil Revelations. Wir nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Alles über die Queen Zenobia und die Geheimnisse, die sie bewahrt. Geheimnisse? Jessica, warum hast du auf ihn geschossen? Raymond? Aber wieso? Warum spielst du auf der Seite von Veltrum? Was meinen Sie? Finde die Wahrheit über Terra Grigia. Also das ist das Geheimnis der Zenobia. Episode 9, kein Ausweg. Die sind immer noch da. Nicht, dass die Batterie leer ist. Oh, Mann. Das Positive ist, wir sehen bei dieser Verschwörung allmählich klarer. Wir müssen zum Flughafen zurück, und zwar sofort. Hey, Mann, warte! Zu Hause.
Sogar das andere Team ist abgehauen. Also, was machen wir denn eigentlich hier? Alles okay. Ich habe uns eine Hintertür offen gelassen. Ich kann uns mit jedem PDA reinbringen. Ja? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wenn meine Theorie stimmt, ist die Wahrheit über Veltro noch nicht spruchreif. Machst du Witze? Ich will voreilige Schlüsse vermeiden. Ich brauche mehr Infos. Okay, finden wir diesen Computer. Hier drüben haben wir noch nicht gesucht. Ich hoffe nur, er hat eine starke CPU. Das wäre klasse. Na toll, dann müssen wir nochmal mit denen hier rumlaufen. Vielleicht finden die zwei ja die Wahrheit über Veltro. Schön wär's ja. Er lässt mich auch mal rein, danke. Voll unhöflich. Hier waren wir doch schon, oder nicht? Waren wir hier nicht schon mal drin? Oh nein. B.O.B. Ich wusste, Veltro hängt mit drin. Tja, aber nicht die ganze Zeit. Was? Wen juckt's? Schieß verdammt! Alles klar, ich hol mal lieber die Pumpgun raus. Jemand Bestimmtes sollte bei Veltros Rückkehr nicht hier sein. Sie inszenieren das... Nein, keine Zeit für Verschwörungstheorien. So, Munition. Jawohl, Handgranaten, die werden noch nützlich sein. Ach so, ja. Habe ich ja schon gesehen. Hier waren wir allerdings noch nicht drin. Mal gucken, ob unser Hacker-Genie weiß, was er tut. Oh Mann. Da ist ein Raketenwerfer. Da sind zwei Raketenwerfer. Zur Hölle. Ist das wirklich ein echter MB-28? Grinder, so einen wollte ich schon immer. Du stehst auf Technik wie Fliegen auf Scheiße. Es ist nur ein Computer. Zur Sache, Schätzchen. Was soll das denn? Es passiert nichts. Was hast du gemacht, Quint? Gar nichts. Ich brauche mehr Strom für den MB-28. Hier muss ein Generator sein. Den brauche ich. Okay. Bleib hier und amüsier dich mit deiner neuen Flamme. Ach so, und ich soll den Generator holen? Na klar, warum nicht? Erstmal sammle ich mir hier alles ein, was es hier gibt. Was haben wir hier? Nichts, hier kann man nur doof drauf rumklettern. Man kann ja auch hier nicht raus, also muss hier oben irgendwo auch ein Generator rumfliegen. Was ist das hier? Okay. Ich hoffe, dieses rostige Ding funktioniert. Der Strom reicht nicht, um ihn voll aufzuladen. Oh. Gibt's noch mehr Generatoren? Ja, bestimmt, hier oben. Nee, doch nicht. Aber hier gibt's was anderes Geiles. Boah, Python, sauber. Warum gibt's hier so viele Waffen? Verdammt nochmal. Welche nehmen wir jetzt mit? Das ist noch eine MG. Das ist noch eine gute MG. Da oben liegt eine Magnum, die behalten wir mal im Auge. Gibt's noch mehr Generatoren? Wird bestimmt noch einen geben hier. Hier ist noch einer. Gut, so. Energie. Starte die Analyse. Hast du schon was? Nein, ich muss zuerst durch die Verschlüsselungen kommen. Das sollte der MB-28 in ein paar Minuten schaffen. Nein. Oh, scheiße, ich hab mich selbst... Bin schon dran. Überlass die Typen mir. Ah.
verfolgen uns bestimmt schon die ganze Zeit. Die FBC mag meinen Unterrichtsbegriff nicht. Die FBC? Wovon redest du? Ich hacke ihre geheimen Server. Ich habe sie bei der Untersuchung entdeckt. Der Angriff ist der Beweis. Das ist die Wahrheit. Verschafft mir Zeit, um alles zu knacken. Wow, ja klar. Wie lange denn noch? Mal sehen, das sind jetzt 28%. Dein Baby ist lahm. Kapiert, Gwent? Nein! Boah, das war knapp, Alter. Was? Oh nein! Nein, 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 nein! Was ist denn jetzt? Der Zwischenspeicher versagt. Ein Generator muss aus sein. So ein Mist! Warte hier! Quint, hat es geklappt? Alles okay? Ja, okay. Danke. Haha. 52%. Geil. Okay. Na also, jetzt läuft's doch. Danke für den Hinweis, du Schlaumeier. Sie müssen mich beim Reinhacken bemerkt haben. Du musst sie aufhalten. Okay, aber dafür schuldest du mir richtig was. Nein, diese scheiß Hunter-Schweine, verpisst euch. Wie lange noch? Das nervt langsam echt. Wir haben 80%, fast fertig. Nein. Monster allein reicht nicht. Jetzt muss es auch noch unsichtbar sein. Nein. Und tschüss, du Assi. What? Nein! Wieso musst du jetzt nachladen, du Wichser? Bis ich wiederkomme. Nein, nein, jawohl. Wo ist der Wichser? Die Daten werfen. Bereit? Nein. Immer mit der Ruhe. Ich bin sofort da. Erstmal heilen und jetzt nehme ich mir meine Scheißmarken um. Gut, gut. Das erklärt es. Erklärt was?
wer hinter Weltrow steckt? Ja, vermutlich. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Fragen wir ihn selbst. Ah, hier ist Football. O'Brien hier. Was zur Hölle? O'Brien steckt dahinter? Direktor O'Brien, ich weiß über alles Bescheid. Weltrow ist nie zurückgekehrt. Es war alles ein Täuschungsmanöver, von Ihnen inszeniert. Ihre eigene Weltrow-Vorstellung. Und das nur, um jemand ganz Bestimmtes zu überlisten. Ah, dann hast du es ja durchschaut. Schön, dass ihr nicht so dumm seid, wie ihr tut. Ich habe die Protokolle untersucht und manches könnte Sie interessieren. Dann zeig mal her. Ja, Sir. Ich sende Sie sofort. Was ist los? Verbindungsfehler? Ah, wir wurden entdeckt! Hey, Quint! Zwei Jungs decken Geheimnisse auf und werden gejagt. Wie bei der Falke und der Schneemann. Willst du mit deinen Computern sterben, du Idiot? Warte, Kumpel! Hab's klar! Quint! Keith! Aber echt, was für ein Desaster. Ich glaube, Quint und Keith haben das Ganze nicht überlebt. Das war ganz, ganz übel, würde ich mal sagen. Und ein, ja, etwas traurigeres Folgenende. Aber nicht weniger gut. Das Spiel gefällt mir richtig gut und ich hoffe, euch gefällt's auch. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, Rinje hauen und auf Wiedersehen.